Als die Polen im Jahr 2010 einen neuen Präsidenten zu wählen hatten, hinterließen sie in der ersten Wahlrunde ein geteiltes Land. So spiegelt es eine Karte der Wahlergebnisse wider. Im Westen bekam Bronisław Komorowski die meisten Stimmen, im Osten dagegen Jarosław Kaczynski. Das Erstaunliche an der Karte ist, sie lässt ungefähr die einstige Teilung Polens erkennen, die erst nach 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, aufgehoben wurde. Der Westen war preußisch regiert, östliche und südliche Teile von Russland und Österreich-Ungarn. Alte Grenzen tauchen aus dem Nebel der Geschichte auf. Das hat etwas Phantomartiges, meinte Beatrice von Hirschhausen, promovierte Geografin und stellvertretende Leiterin des Centre Marc Bloch, an dem das Projekt angesiedelt ist. Meine französische Idee ursprünglich war Geographie Phantom, also Phantomgeographie, was auf Deutsch nicht richtig verständbar war und nicht funktionierte. Und so einigte man sich auf Phantomgrenzen, um bei der Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Erfolg zu haben. 2011 bekam man den Zuschlag und seitdem sucht ein Wissenschaftlerteam von in- und ausländischen Universitäten nach Ursachen, wie und warum derartige Grenzen existieren. Eine erste Zwischenbilanz wurde im vorigen Jahr gezogen, wobei deutlich wurde, dass Phantomgrenzen vielerorts existieren. Der Theologieprofessor Christoph Mark Schies schilderte eine persönliche Erfahrung, als er 1995 nach Thüringen an die Universität Jena berufen wurde. Einst war der Freistaat ein historischer Flickenteppich kleiner und kleinster Fürstentümer. Jedenfalls kaufte ich mir eine Landkarte Thüringens mit den politischen Grenzen vor 1918. Seitdem verstand ich besser, in welchen Landkreisen die CDU dominierte, Reuß, ältere und jüngere Linie. In welchen Landkreisen die heutige Linkspartei und in welchen die SPD, Sachsen-Coburg-Gotha, Weimar und Altenburg. Ich verstand besser, wo es noch eine intakte evangelische Kirchlichkeit gab, bestimmte Formen des Vereinswesens und bestimmte Formen der Sozialität im Dorf und wo die Dechristianisierungswellen des 20. Jahrhunderts dieselbe hinweggefegt hatten, Grenzen zwischen Reuß und Weimar-Altenburg und Sachsen-Weimar sind überaus remanent im wahrsten Sinne des Wortes. Ich verstand, wieso bei Kreiszusammenlegungen Menschen für die eine oder die andere Option so unendlich leidenschaftlich kämpften und so fort. Drei grundsätzliche, aber eng miteinander verwobene Ebenen macht Beatrice von Hirschhausen aus. Die erste sind eben jene realen Strukturen. Das ist diese fast physische Wirklichkeit, die eine Fähigkeit hat, fortzuwirken, zu bleiben, auch wenn die politische Ordnung sich total geändert hat. Und man sieht das ganz spektakulär, die Bahnkarten von Polen. Neben der Karte mit den Wahlergebnissen in Polen liegt eine Infrastrukturkarte, die Ausstattung Polens mit Eisenbahnlinien, die im Grunde auf das Jahr 1914 zurückgeht. Dr. Jan Musekamp, Kulturwissenschaftler und Historiker an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder, stellte sie auf der Zwischenbilanzkonferenz vor und leitete aus ihr ab. Erstens, die Infrastruktur im preußischen Teilungsgebiet ist sehr viel dichter als beispielsweise im russischen oder im österreichisch-ungarischen. Zweitens, wir sehen nur sehr, sehr wenige grenzüberschreitende Eisenbahnverbindungen, die also die verschiedenen polnischen Teilungsgebiete miteinander verbunden hätten. Und drittens sehen wir, dass die Infrastrukturen im Wesentlichen auf die Zentren der Imperien ausgerichtet sind. Diese unterschiedliche Ausprägung der Infrastrukturen lässt sich zum einen mit einer relativ größeren Bevölkerungsdichte im ostöstlichen Preußen erklären, zum anderen mit einem wirtschaftlichen Entwicklungsvorsprung, der insbesondere in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg noch einmal zum Ausbau eines umfangreichen Netzes an Lokal- und Regionalbahnen in Preußen geführt hatte. Die zweite Ebene, die Erfahrungsebene, ist alles, was zu tun hat mit dem Alltag oder mit Praktiken, die teilweise die Fähigkeit haben, zu fortdauern in der Gesellschaft. Und die dritte Ebene, die eigentlich für uns oft die erste ist, ist diese imaginierte Räume, diese ganze symbolische Geografie, die mit diesen Phantomgrenzen immer wieder mobilisiert werden. Dabei denken wir an diese Ost-West-Polarisierung oder diese ganze Werte, die mit bestimmter Orientierung gebunden sind. Für Beatrice von Hirschhausen sind das vielfach einst von außen, von Wissenschaftlern oder Vertretern fremder Mächte getroffene Einteilungen und Zusprechungen. Derartige Urteile beruhen auch auf persönlichen Erfahrungen.
Der Brite Rudyard Kipling hat sie in der Ballade von Ost und West beschrieben. Über seine Jahre in Indien resümierte er: O, Ost ist Ost und West ist West. Und niemals werden sie zueinander finden. Was wir auch betonen wollen, sie sind verinnerlicht worden von der Gesellschaft und wirken. Also sie bleiben nicht nur in der symbolischen Ebene, sondern wirken auf das Handeln der Akteure selbst. Beatrice von Hirschhausen hat das während ihrer Forschungen in Rumänien an der Phantomgrenze zwischen den alten Landschaften des Banats und Oltheniens, der kleinen Walachei, kennengelernt. Zwei Dörfer liegen sich gegenüber. Auf der einen Seite des einstigen Banats sind die Häuser größer, man besaß bereits seit den 1980er Jahren eine moderne Wasserversorgung. Im olthenischen Dorf geschah das erst um einiges später. Die Frage ist zu verstehen, warum? Weil die Menschen, sie möchten alle eine bessere Komfortstandard haben. Die Dörfer auf der olthenischen Seite sind genauso akribisch für die Sauberkeit ihrer Häuser. Da ist kein Unterschied. Aber in der Strategie, um ihre Ziele zu erreichen, da unterschieden sich ganz deutlich. Selbst die Einwohner von Olthenien erinnern immer an diesen Unterschied und sagen immer, da in Banat, die Leute sind zivilisierter, weiter. Ob es stimmt oder nicht, ist nicht die Frage. Fakt ist, dass für die Leute eine Wirklichkeit erreicht, die danach wirkt auf ihre Handlung. Und das muss man versuchen zu untersuchen, in diese Spannungsfeld zwischen, was sie erfahren selbst von ihren Lebensbedingungen und was sie projizieren in ihre Zukunft und ihren Vorstellungen, was möglich ist in ihrer Region oder was nicht möglich ist. Als besonders stabil erscheint die Phantomgrenze, die einst die Habsburger Monarchie vom Osmanischen Reich trennte, also da, wo Mittelosteuropa an Südosteuropa stößt. Die Geschichte dieses Raumes erforscht Professor Wolfgang Höpken an der Universität Leipzig. In diesem Raum gab es viele Umbrüche, in jüngster Zeit vor allem der dramatische Zerfall Jugoslawiens. Aber in einer langen Geschichte würde ich Südosteuropa da nicht als eine Ausnahme bezeichnen. Wir haben im 19. Jahrhundert den Prozess der Nationalstaatsbildung und des Zerfalls der Imperien. Das haben wir in Ostmitteleuropa auch gehabt mit dem Österreich-Ungarn und dem russischen Zarenreich. Und da sind natürlich auch Grenzen neu gezogen worden. Und wie in Mitteleuropa haben auch in Südosteuropa diese Grenzziehungen tradierte regionale Räume, Lebenszusammenhänge getrennt, weil sie sich sozusagen eben nicht im Sinne einer klaren ethnischen Arrondierung ziehen ließen. Was heißt, Gemeinschaften und Lebenszusammenhänge wurden auseinandergerissen und durch politische Grenzen getrennt. Es ist sicherlich nicht so, dass die Zeit der Imperien, die Zeit der Völkergefängnisse und des Verhinderns von Zusammenleben gewesen sind und erst der Nationalstaat hat die Menschen von diesem Völkergefängnis emanzipiert, sondern das Imperium hat eigene Formen des Zusammenlebens entwickelt, die nicht immer konfliktfrei waren, aber die auch eine erstaunliche Fähigkeit gehabt haben, Menschen unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Konfessionen und unterschiedlicher Sprachen zusammenzubringen. Und diese Kompetenz sozusagen, die hat der Nationalstaat sicherlich durch ihm innewohnende Tendenz zur Homogenisierung dann letztlich untergraben oder auch verhindert. Nehmen Sie so etwas wie Multilingualität. Es war für die Menschen in Südosteuropa in der Zeit der Imperien eine Alltagskompetenz, vor allen Dingen in den Städten, dass sie mehrere Sprachen sprachen. Sie sprachen ihre Sprache. Wenn sie Händler waren, mussten sie Griechisch können, weil das die Lingua Franca des Handels war. Sie sprachen vielleicht dann noch die Sprache der Verwalter, also Türkisch oder Deutsch. Und diese multilinguale Kompetenz, die ist ja durch die Homogenisierung des Nationalstaats dann verloren gegangen. Also der Nationalstaat ist auch ein Verlust gewesen. Und doch leben die Ethnien über die Staatsgrenzen hinweg weiter, nun innerhalb von Phantomgrenzen. Eine lässt sich mit dem Begriff Vertrauen umreißen. Vertraue ich eher Institutionen oder eher Personen? Auch hier tauchten die alten Grenzen auf, zum Beispiel in Rumänien. Im einst habsburgischen Teil vertraute und vertraut man eher den Institutionen. Im sogenannten rumänischen Altreich, das länger unter osmanischem Einfluss existierte, waren und sind es eher Personen. Ein Kollege, Christian Giordano, hat mal diese Gesellschaften als Gesellschaften des öffentlichen Misstrauens bezeichnet. Das heißt, man hat eine grundsätzliche Skepsis in Institutionen. Und das ist sicherlich etwas, was sich sozusagen durch die Geschichte erhalten hat. Das waren die Skepsis in die Institutionen des Imperiums, das waren die Skepsis in die eigenen nationalstaatlichen Institutionen, die man auch als Zumutung eigentlich eher empfunden hat. Und deswegen setzt man auf personelle Beziehungen.
Menschen misstrauen aber nicht nur Institutionen, sondern auch denen, die nicht zu jener ethnisch oder familiär geprägten Vertrautheit gehören. Menschen können, wie anhand von Dörfern der Grenzregion Serbien-Bulgarien beobachtet wurde, eng nebeneinander wohnen. Sie können über Jahrzehnte zum gleichen Land gehört haben und trotzdem den Gegenüberliegenden strikt ablehnen. Heiraten nach drüben scheinen ausgeschlossen. In der Kneipe treffen sich die Zöllner beider Seiten, aber nicht die Bewohner. Das ist kein Einzelfänomen. Vorurteile und Misstrauen existieren auch bei uns, teils mit steigender Tendenz, meint Wolfgang Höpken. Die Schengen-Grenzen sind aufgehoben, es gibt sie nicht mehr, aber die mentalen Grenzen gegenüber Rumänen, Bulgaren, die von dieser Aufhebung der Grenzen Gebrauch machen, die sind eher stärker geworden. Hier hat die Grenze und die Phantomgrenze eigentlich dieselbe Wirkung. Beide dienen immer dazu, diejenigen zu definieren, die zu uns gehören, und diejenigen, die zu den anderen. Im schlimmsten Fall bekämpft man sich auf Leben und Tod. Ein Symbol dafür ist die zweigeteilte Stadt Mostar. Hier kämpften Bosniaken und Kroaten. Letztere zerstörten das Wahrzeichen, die alte Brücke. Seit 2004 wieder aufgebaut, verbindet sie die zwei verschiedenen Stadtteile. Das jedoch eher formell. Eine wirkliche Integration dieser beiden Städte gibt es nicht. Es gibt ganz wenige Orte, in denen das bis jetzt gelungen ist. Also etwa das Gymnasium Mostar, das bewusst als ein bikommunales Gymnasium aufgebaut worden ist. Aber selbst in diesem Gymnasium haben häufig die Schüler unterschiedliche Räume. Auch der Kalte Krieg der Gesellschaftssysteme hat seine Spuren, hat Phantomgrenzen hinterlassen, wie jene zwischen den deutschen Staaten. Er hat aber auch auf alte imperiale Grenzen zurückgegriffen. Eine hat George Tomic, Historiker an der Humboldt-Universität Berlin, erforscht, in seiner Heimat, der Vojvodina im Nordwesten Serbiens. Sie war einst Teil des Banats, das seinerseits zur habsburgischen Monarchie gehörte. Ende der 1970er Jahre geriet Jugoslawien in eine wirtschaftliche Abwärtsspirale. Daraus wurde eine politische Krise. Die Kommunisten verloren an Vertrauen und Einfluss. Es gab Massenproteste. Und die Vojvodina wurde in den 1980er Jahren autonom. Man könnte vereinfacht sagen, naja, es gab politische Akteure, die haben immer wieder von dem goldenen Zeitalter der Vojvodina geschwärmt. Was uns Vojvodina auszeichnet, sei Kultiviertheit, Fleiß und Offenheit, Toleranz, Multikulturalität war ein wichtiges Stichwort und so weiter. Das heißt, die Region ist durch die historische Erfahrung, so die Argumentation dieser politischen Akteure, ja, geradezu vorbestimmt für eine demokratische Gesellschaft. Was von anderen Teilen Serbiens insbesondere nicht unbedingt zu sagen ist. Was eigentlich, aber das ist ja das Interessante, was die politischen Akteure aber wollten, war eine politische Autonomie in Anlehnung an die Autonomie, die die Vojvodina während des Sozialismus hatte. Das klingt paradox. Eine autonome Region soll heute wiederbelebt werden, die sich kulturell über die herausgestellte Rolle des Banats im Habsburger Reich definierte, politisch aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg zustande kam. Warum? George Tomic führt das auf die Sehnsucht nach sozialer Stabilität zurück, wie sie im intakten sozialistischen Jugoslawien geherrscht haben mochte. Um den Sozialismus nicht zurückzufordern, hat man das Ganze verpackt als goldenes Zeitalter irgendwo im 19. Jahrhundert oder auch früher. Und das ist, denke ich, das Paradoxe, ne? Dass diese Phantomgrenzen, ja, also das ist auch die Vorstellung des kulturellen Unterschieden, es ist nicht das Habsburger Reich, was fortwirkte, sondern es sind bestimmte Gewohnheiten, Erwartungen und Erfahrungen der sozialistischen Zeit, die werden aber interessanterweise anders benannt. Da das Phantomgrenzenprojekt bis ins Jahr 2017 verlängert worden ist, will Dörte Tomic nach den Verhältnissen im anderen, rumänischen Teil des Banats forschen. Vielleicht ergeben sich Schnittstellen zur Arbeit von Beatrice von Hirschhausen im östlichen Banat, wo die Menschen optimistischer als ihre Nachbarn scheinen. Es ist noch nur Hypothese, die ich muss noch richtig prüfen. Aber man sieht, wie eigentlich diese Phantomgrenzen auf eine ganz feine Ebene untersuchen sein können und dass man nicht plakativ von oben von Zivilisation oder von Kulturunterschiede sprechen kann. Insofern trifft die vor gut einem Jahrhundert getroffene Feststellung des deutschen Soziologen Georg Simmel völlig zu. Die Grenze ist nicht eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich räumlich formt. Oder geformt wird, könnte man anfügen, denn die Europäische Union will ja historische Landschaften wieder sichtbar machen, ihnen das Phantomhafte nehmen, und zwar durch die Euroregionen. Eine von mehr als zwei Dutzend ist die Euroregion Donau, Kreisch, Marosch, Theiß.
Die vier Flüsse umreißen, wenn man so will, das alte Banat, das ungefähr so groß ist wie Belgien. Lebt das Banat wieder auf? Djordje Tomic